Malbuna Schinken, Classic French Dressing, Zervela aus der Region, 65.000 LKWs, 2,6 Millionen Paletten und 36 Millionen Gebinde müssen bei der Migros Ostschweiz pro Jahr bewegt werden, bis die Ware beim Kunden ist. Um solche Mengen zu koordinieren, bedarf es einheitlicher Standards zur Identifikation der jeweiligen Transport- und Logistikeinheiten. Ein Marktplatz der Logistikdaten basierend auf GS1-Standards stellte für die Migros in Zusammenarbeit mit den Lebensmittelproduzenten wie Bufis und Herbert Ospelt Anstalt die Lösung zur übergreifenden Optimierung der Frische-Logistik dar. Logistische Einheiten, die werden immer kleiner. Wir werden immer mehr kleinere Filialen haben im Markt aussen. Und dementsprechend sind wir natürlich auf ganz kleinen Einheiten, sprich Kisten unterwegs, wo wir wollen, lückenlos das System befördern. Nach der Produktion werden die fertigen Verkaufseinheiten zu Handelseinheiten gebündelt und in Mehrweggebinde verpackt. Informationen werden bis auf Stufe jeder einzelnen Charge erfasst und über den Datenpool zur Verfügung gestellt. Die durchgängige Verwendung des unternehmensübergreifenden Datenaustauschs auf EPCIS-Standard mit der weltweit eindeutigen Identifikation und die umfassende Kombination sind in dieser Konsequenz neu. Da wird uns der Datenmarktplatz einen unschätzbaren Wert auch haben, um für die Zukunft Digitalisierung voranzutreiben in der Supply Chain.